Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen, etwas anderen Video für zwischendurch. Nämlich wurde in Planet Zoo ein neuer Cheatcode hinzugefügt. Cheatcodes sind einfach zum Beispiel Namen, die man eingibt, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Das ist sowas wie Ticket Cam. Das ist zum Beispiel der Cheatcode, um in diese Besucherperspektive zu gehen. Und, oh, was passiert denn hier? Durch die Wand? Alles klar. Und es wurde halt ein neuer Cheatcode in das Spiel eingefügt und der ist sehr, sehr lustig und den möchte ich mir heute mal mit euch gemeinsam angucken. Ich habe das bei den meisten Tieren noch nicht gesehen, aber man kann bei jedem Tier eine kleine Veränderung vornehmen. Und was das für eine ist, das werdet ihr jetzt sehen. Wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel hier das Flusspferd. Ich drehe mal ganz kurz die Sonne noch ein bisschen. Machen wir mal so. Und dann nehmen wir mal das Flusspferd hier und der Cheatcode dafür ist... Oh, wie viele rote Nachrichten ich habe. Der Cheatcode dafür ist Maggie... was wohl eine der Mitentwicklerinnen ist von Planet Zoo. Und ihr seht jetzt schon, die Bäume werfen hier leider gerade sehr viel Schatten. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das Flusspferd ist jetzt noch korpulenter und dickerer geworden. Guck mal hier auf die Augen und sowas. Das sieht schon sehr, sehr witzig aus. Und das kann man mit jedem Tier machen. Ist halt eigentlich total der Schwachsinns-Cheat so, aber es ist schon witzig. Guckt euch das mal an. Die dicken Beinchen. So ein richtig übergewichtiges Flusspferd. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal mit ein paar anderen Tieren noch. Einfach mal, um zu gucken, wie es aussieht. Maggie B. Auch sehr cool. Das ist jetzt das Panzernashorn. Das heißt, wenn ihr mal übergewichtige und fettleibige Tiere in eurem Zoo haben wollt, dann wisst ihr Bescheid, wie ihr das hinbekommt. Ich bin mal gespannt, wie es bei dem hier aussieht. Wir den Maggie B nennen. Der ist ja so schön fluffig. Mal sehen, ob der dann noch süßer aussieht. Oh mein Gott. Das ist ja niedlich. Man sieht gar kein Gesicht mehr, gar keine Augen. So dick ist der. Schade, dass hier so hohes Gras ist. Das mache ich mal ganz, ganz kurz weg. So viel Zeit muss sein. Wir machen mal einfach hier... Ja komm, wir machen mal Gras kurz hin. Es ist schon sehr, sehr witzig. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, aber ich finde es lustig. Ich gehe mal so ein paar Tiere mit euch durch. Und dann schauen wir mal, welches so am lustigsten aussieht. Ich werde aber auch nicht alle Tiere jetzt machen. Ich wollte euch das nur einmal kurz mitteilen und zeigen, damit ihr Bescheid wisst, dass es das gibt. Das sieht auch sehr lustig aus. Das Gesicht. Oh mein Gott. Wie niedlich. Ja, es ist ein ganz lustiges Gimmick für zwischendurch. Wenn man mal ein bisschen Spaß haben will. Irgendwie werden mir hier gerade auch alle Tiere abgezogen von den Tierärzten. Aber das macht ja nichts. Die roten Nachrichten da oben häufen sich auch. Die ist ja geil. Oh mein Gott. Die Giraffe ist ja Hammer. Okay, das ist bis jetzt mein Favorit. Die sieht ja richtig cool aus. Und man kann eigentlich noch alles erkennen. Die sieht nur richtig so fluffig aus. Wie so ein Stofftier. Wisst ihr, was ich meine? Einfach so ein Kuscheltier, was du in dein Bett mit reinnimmst. So sieht das aus. Mega süß. Oh, die ist cool, die Giraffe. Ich bin mal gespannt bei dem Schaf hier auch. Weil das Schaf, das ist ja gar nicht fluffig. Und in echt sind die ja relativ fluffig, Schafe. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch sehr witzig aussieht. Maggie B. Auch sehr cool. Ich glaube, die sind gar nicht glücklich hier in dem Gehege, wo ich eigentlich alles ausgestellt habe, so. Wie die Hörner einfach aussehen. Das ist witzig. So, gucken wir mal. Oh, hier, den Löwen, gucken wir mal. Den Löwen, Maggie B. Jetzt haben wir hier den Löwen nochmal. Der sieht auch cool aus. Oh mein Gott. Oh, ist das cool. Ich hoffe, es kommen in Zukunft noch mehr solche lustigen Cheatcodes. Können natürlich auch hilfreiche Cheatcodes sein. Aber sowas ist auch witzig. Einfach mal so für zwischendurch. Was ich mich auch frage... ist, ob man später Vivarientiere auch so größer machen kann. Das könnt ihr ja mal am besten herausfinden und in die Kommentare schreiben. Weil ich werde, wie gesagt, jetzt hier nicht alles ausprobieren. Oh, die Hähne könnte ich mir auch gut vorstellen. Ganz ruhig die Hähne. Maggie B. Ah, cool. Die sieht auch witzig aus. Sieht gar nicht mehr aus wie eine Hähne. Sieht aus wie so ein... Könnte fast ein Koala sein vom Gesicht, oder? Schaut mal. So ein bisschen in Richtung Koala geht das schon. Oh, ein Krokodil ist auch eine gute Idee. Wie schnell das unterwegs ist. Maggie B.
Die Zähne. Oh mein Gott. Da kommt schon das Schaf. Ist das bescheuert. Hier haben wir noch einen Uran-Utan. Ich kann gar nicht aufhören. Es ist schon witzig, sich das alles mal anzugucken. Jetzt haben wir hier den Uran-Utan. Leider gucken die alle nicht in die Sonne. Doch jetzt. Er sieht auch cool aus vom Gesicht. Boah, die Arme, ey. Wie bei so einem Gorilla, ey. Aber richtig übertrieben. Haben wir hier vielleicht sogar einen Gorilla? Ich würde gerne mal einen Gorilla verwandeln. Vielleicht sehen wir auch noch was anderes auf dem Weg. Oh, hier so ein Vogel würde ich gerne mal verwandeln. Da bin ich ja mal gespannt, wie der aussieht. Das ist jetzt ein V. Ich würde dann gerne mal sehen, wenn der sein Gefieder aufmacht. Das wäre cool, aber das werden wir wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen. Der ist ja auch cool. Wie der läuft in dem Mund. Mach mal dein Gefieder auf. Komm. Oh, schade, macht er jetzt nicht. Wie schnell denn machen wir mal das Rentier noch? Oh, das sieht auch süß aus. Oh mein Gott, das ist niedlich. Okay, das ist süß. Ja, es ist schon bescheuert. Es ist wirklich bescheuert, aber es ist lustig. Ich find's lustig. Da haben wir noch irgendein Tier, was ich unbedingt sehen will. Oh, den Eisbär könnten wir uns nochmal angucken. Und den Flamingo, den gucken wir uns auch gleich nochmal an. Ich glaube, der sieht auch cool aus. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Maggie B. Der sieht auch cool aus. Sieht jetzt auch voll lieb aus, so im Gesicht. Oder so moppelig ist und man gar keine Augen mehr sieht. Okay, komm, den Flamingo noch. Und dann soll es das schon gewesen sein. Soll, wie gesagt, nur ein kurzes Video sein, wo ich euch das einmal zeige, dass es das gibt. Ihr könnt das ja mal bei einigen Tieren ausprobieren und bei denen ihr es am besten findet. Dann könnt ihr das Ganze einfach mal im Discord posten, im Textchat, ein paar Bilder. Da würde ich mich sehr drüber freuen, das wäre cool. Wir probieren es jetzt hier nochmal aus. Okay, der ist auch gut. Der ist auch gut. Das ist, glaube ich, mit... Oh ja, das ist mit meinem Favorit, mit der Giraffe. Der sieht ja richtig witzig aus. Cool. Ah, es gibt... Ich habe gerade gedacht, was jetzt denn passiert. Es gibt sicherlich noch einige andere witzige Tiere. Macht, wie gesagt, lustige Screenshots und postet die in den Discord. Der Discord-Link ist unten in der Beschreibung. Oh, den will ich auch noch sehen. Weil der ist ja auch so schön fluffy. Ich kann gar nicht aufhören. Es tut mir echt leid. Maggie B. Der sieht auch cool aus. Guckt euch mal den Plüschschwanz an, wie groß der ist. Oh mein Gott. Ja, Planet Zoo hat ja wirklich richtig, richtig viele Tiere. Also ich werde jetzt definitiv nicht alle durchgehen. Ja, macht schöne Screenshots, postet sie im Discord, würde ich mich richtig drüber freuen. Und ich hoffe, dieses ganz kurze, lustige Infovideo hat euch Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.